Willkommen zu diesem Halloween-Special. Ja, und ich weiß, einige von euch werden jetzt sagen: Meine Güte, er hat ein Halloween-Special einen Tag nach Halloween hochgeladen. Schande über ihn! Wir werden ihn nach guter alter Halloween-Manier vernichten müssen. Mit Fledermäusen! Nein! Mann, Halloween ist doch schon vorbei! Egal, wir werden heute auf jeden Fall 5 Creepypastas durchnehmen und... ja, fangen wir an! Die erste Creepypasta hat mit Schnee zu tun und ja, sie sind allesamt so zum größten Teil wahr. Es sind reale Erfahrungen von Personen, die ich im Internet gefunden habe. Und zwar, die erste Creepypasta lautet folgendermaßen: Eine Frau sitzt spät abends vor ihrem Fernseher und sieht in den Nachrichten, dass ein Serienmörder ausgebrochen ist. Sie ist natürlich sehr verängstigt und schaut hinaus in den Garten, wo sie auf einmal einen Mann sieht, der genauso ausschaut wie dieser Serienmörder. Er kam immer mehr auf sie zu. Sie bemerkte plötzlich, dass er keine Fußspuren im Schnee hinterließ. Und da kapierte sie, dass es eigentlich nur das Spiegelbild war und der Mörder längst hinter ihr stand. Die nächste Creepypasta lautet folgendermaßen: Ein Junge bekommt spät abends eine E-Mail und schaut sie sich an. Es ist eine dieser typischen Serien-E-Mails, wo jemand geschrieben hat: Schicke diese E-Mail weiter oder du wirst von einem kleinen Geist besucht. Da dachte sich der Junge natürlich so ein Blödsinn und löschte die E-Mail sofort. Als er daraufhin mit seiner Tante chatten wollte, in einem Chatroom natürlich, schaltete er seine Webcam an und seine Tante schaltete auch ihre Webcam an. Da wurde seine Tante plötzlich blass und sagte: Ich wusste gar nicht, dass du eine Freundin hast. Die nächste Creepypasta hat ebenfalls mit dem Computer zu tun. Ein Junge chattete mit seiner Freundin auf Skype. Als sie kurz sagte, dass sie essen gehen musste, ging sie weg und der Junge wartete dabei auf sie. Plötzlich hörte er seltsame Geräusche durch ihr Mikrofon. Es klang, als würde jemand über den Boden schlürfen. Dann wurde eine Schranktüre aufgemacht und dann hörte er einen lauten Knall, als ob irgendwas zugeschlagen wurde. Jedenfalls kam das Mädchen daraufhin zurück und sagte, sie sei wieder da. Daraufhin schrie der Junge los, sie sollte aufpassen, da jemand in ihrem Zimmer war und sich in ihrem Schrank versteckte. Da sagt das Mädchen: Ich habe mein Mikro die ganze Zeit auf leise geschalten. Und da bemerkte der Junge, dass die Geräusche aus seinem Zimmer kamen. Und jetzt schaue ich mal kurz, was das für seltsame Geräusche waren. Bin gleich wieder da. Die vierte Story lautet die erste Story. Ein Mann kam nach einem längeren Urlaub wieder zu sich nach Hause und ein Sturm tobte gerade. Das erste, woran er dachte, war, er wollte unbedingt in sein Bett und darum ging er erstmal schlafen. Er hörte allerdings, wie sein Baum, der im Garten stand wegen dem Sturm, gegen das Fenster klopfte, also die Äste davon. Am nächsten Morgen ging er dann zu seinem Nachbarn, um sich die Heckenschere auszuborgen, damit er die Äste stutzen konnte. Allerdings sagte ihm sein Nachbar: Ich habe die Äste doch schon gestutzt, während sie weg waren. Eine Frau fuhr spätabends mit ihrem Auto durch eine menschenleere Straße, über eine menschenleere Straße. Und sie war ein bisschen beunruhigt, weil überhaupt kein Auto auf dieser Landstraße zu sehen war. Plötzlich bemerkte sie, dass vor ihr auf der Straße ein Baum lag. Und wie es die meisten tun würden, stieg sie aus und schob ihn genervt beiseite, da sie nicht mit dem Auto drüber fahren konnte. Als sie wieder losfuhr, bemerkte sie, dass hinter ihr plötzlich ein Auto war. Und egal wie einsam sie sich vorher gefühlt hatte auf dieser leeren Straße, jetzt bereitete ihr es auf einmal Unbehagen, dass hinter ihr ein Auto war. Noch dazu bog dieser Fremde überall ab, wo sie abbog, und folgte ihr überall hin. Sie war ziemlich ängstlich und fuhr direkt nach Hause. Doch als der Fremde ihr auch dorthin nachfuhr und sie in der Garage packte und der Fremde ebenfalls ausstieg, rannte sie panisch zu ihrer Haustür und sperrte sich ein. Da rief der Fremde durch die Tür: Bitte haben Sie keine Angst vor mir. Ich wollte Ihnen nur helfen. Ich habe gesehen, dass bei dem Baum ein Mann in Ihr Auto gestiegen ist. Ich wollte Sie warnen. Die Frau traute sich noch nicht zurecht, also rief sie ihren Nachbarn an, damit sie mit ihm zusammen zum Auto gehen konnte. Auf dem Rücksitz ihres Autos fanden sie ein großes Messer. Dieser Mann, der ihr den ganzen Weg lang so höllische Angst eingejagt hatte, hatte ihr das Leben gerettet, denn der Mörder konnte nicht zuschlagen, da es Zeugen gegeben hätte. Wir kommen jetzt zur Auflösung des Rätsels. Und zwar lautete das letzte Rätsel: Arnold Schwarzenegger hat einen langen, Gustav Kohl einen kurzen, Ehepaare benutzen ihn oft zusammen, ein Junggeselle hat ihn für sich allein, Madonna hat keinen und der Papst benutzt ihn nie. Die Antwort war... der Nachname. Und das hatten richtig Mercurius 12,
Georg Schuster, Luke4659LP, Henrik Holy, Fabi S., Philipp Hinterberger und Kami Torres. Applaus an unsere Gewinner! Und jetzt das nächste Rätsel. Das Rätsel für dieses Mal ist kein richtiges Rätsel, sondern ein Bilderrätsel. Und zwar könnt ihr mir sagen, was das hier ist. Eure Antworten bitte wie immer in die Kommentare schreiben. Und dann hätte ich noch eine Kleinigkeit anzuteasern. Ne? Vor kurzem habe ich die 50 Abonnenten erreicht und dafür ein riesiges Dankeschön. Danke. Ein Special ist zwar in Planung, aber momentan noch nicht umgesetzt, aber ihr dürft gespannt sein. Ich hoffe natürlich, dass es allen gefallen hat und gut, bye!